Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Until Dawn. Im letzten Part haben wir erfolgreich die ersten zwei umgebracht. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Und sind an der Seilbahn angekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Chris, der will uns im Wald irgendwas zeigen. Mal schauen, was es ist. Ui, da glänzt wieder was. Das können wir untersuchen. Machen wir natürlich auch. Okay. Suchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Okay, Juli 98 ist wohl schon etwas älter. Krasse Scheiße, Leute. Kann sie das mitnehmen? Nö. Das sind hier diese Hinweise. Irgendwo sind hier Hinweise. Ah, Hinweis. Nicht gefunden. Okay, ich habe noch keinen Hinweis. Okay, Leute, interessant. Interessant, interessant. Denke ich, kommt alles später noch. So, hier hat er irgendwas gefunden, sagt er. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Die Knarre sollten wir lieber mitnehmen. Ich schätze mal, dass ich jetzt hier ein bisschen Zielen üben darf. Ah, okay. Ja, geht. Ah, da unten hin. Wobei ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Zeit schneller vergeht, wird das echt knackig, Leute. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Okay. Naja. Jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Hey, ein Eichhörnchen. Nein, wir schießen nicht auf das Eichhörnchen. Nee, 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 nee. Lass das Eichhörnchen stehen. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Alter, nimm die Knarre mit. Okay. Kann ich die mitnehmen? Wo ist sie? Wo ist sie? Alter, nimm die Knarre mit. Die hast du aber gut verräumt. Die hast du so gut verräumt, dass ich sie nicht mal mehr sehe. Mann, das ist... echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Ups, ich habe mich verklickt. Sorry, Leute. Okay, ich habe keine Ahnung, warum und was in der Welt die dazu gebracht hat, da wieder hinzugehen. Weil mich hätten da keine 10 Pferde wieder hingekriegt. Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Aber wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig.
In der Tat gruselig. Aber Alte, mach Platz, da hinten war irgendwas. Da hat's vor der... War das die Türe? Vielleicht war es die Türe. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Okay. Können wir das Snowboard mitnehmen? Nö, können wir nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Er könnte sich mal... Ist ein großer Berg. Ja. Mal ankuscheln. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese von Blackwood Forest. Ach, lass das. Okay. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Ja. Okay. Gibt's da was zu sehen, Leute? Hä? Ich sehe da nichts. Ne. Da ist nichts. Wäre auch zu nice gewesen, Leute. Vielleicht jetzt? Echt gruselig. So, schauen wir uns weiter um. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt alles gefunden, was es hier gab. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Gleich. Kein Stress. Ich wollte eigentlich noch da hinten hin, aber offensichtlich. Schauen wir mal nochmal da rein. Das Steuerpult, das habe ich mir gerade eben nicht angeschaut. Nee, da kann man nichts machen. Ich könnte mir ein Medikit mitnehmen. Egal, geh mal raus. Geh mal in Richtung Seilbahn. Da ist auch irgendwo einsteigen. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja! Auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Hat mir Sorgen gemacht. Nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Also ich halte es für eine extrem dumme Idee, da hochzufahren. Also fängt jeder Horrorfilm an und das wissen die, die gucken doch auch Horrorfilme an. Und Jess, gutgläubig, respektlos, Mikes neue Freundin.
hat ein echt dämliches Grinsen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Hey, nice. Offensichtlich dürfen wir wirklich mal mit jedem Charakter spielen. Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Na klar lasse ich euch raus. Kein Bock, allein in dieser gruseligen Gegend zu sein. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ja doch, Behan. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie, prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay, gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Und da haben wir Emily, Mikes Ex. Einfallsreich, überzeugend, intelligent. Und schaut aus wie eine Zicke. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Und Matt. Ehrgeizig, sportlich, schwarz. Also nichts gegen Schwarze, aber horrorfilmtechnisch stirbt er wohl als Erster. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ja, du hast wohl deinen eigenen Gepäckträger. Auch wenn das wiederum ganz schön falsch ist, dass der Schwarze jetzt hier der Gepäckträger ist, aber okay. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Bestimmt nicht wieder eine normale Party. Ja, bestimmt. Was glaubst du? Uah! Uah! Scheiße! Mike, ich hasse dich jetzt schon. So ein Arsch. Ich hasse Jumpscares. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Tun wir begrüßen? Ja, begrüßen wen? Michael. Ich spreche jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Ja. Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dahin! Oh Mist! Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck?
Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Okay, wir wissen genau, wie das enden wird. Aber... ja, mach ruhig, Alte, dann stirbst du. Okay, gut. Wenn's so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Die hat wohl Bock auf Sex mit dem Ex. Aber die Charaktere sind mir bisher jetzt nicht so sympathisch. Also ich habe jetzt kein Problem, wenn der eine oder andere stirbt. Okay. Ist in Chris verknallt, neugierig offen, die Ashley. Alles klar. Was kann sie wohl herausfinden? Ob sie den Mörder findet? Hey. Wow, hallo. Du bist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Nee. Nicht rauszoomen. Hey, wow. Oh, Leute. Tut mir leid, Herr Schiche. Wollte ich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott. Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Ja doch, ich mag die anderen beiden nicht. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Zu, da läuft bestimmt nichts. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörder. So, der erste Beziehungsstreit ist schon mal vorprogrammiert. Finde ich gut, habe ich mit Absicht gemacht. Würde ich auch jederzeit so machen. Betrügen geht einfach nicht. So. Die schaut nicht aus, als würde die ein Buch lesen, daher schaut die eher aufs Handy. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball. Keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Au! Volltreffer, Leute. Das ist doch wichtig, das weißt du. Steckst du dich, kleines Vögelchen? Okay, es entwickelt sich ja allmählich zu Until Porn. Hey! Oh, ups! Leute. Hallo. Komm schon! Und? Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Kann ich auf den Vogel schieben? Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Okay, ich will auf den Vogel. Oh nein! Verdammt, Jess. Was soll das denn? Ich weiß. Oh nein.
Armer Vogel, armes kleines Piepmätzchen. Oh, echt der Jess? Das war doch keine Absicht. Doch, was? Absolut. Oh mein Gott. Michael? Ah, hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Yep. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeballqueen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wir machen Until Porn draus, definitiv. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Okay. Hast du das gehört? Oh oh, oh oh. Ja, klingt wie... Wow. Oh oh. Oh mein Gott. Das war scheiße knapp. Das hätte uns fast erschlagen. Yep. Ja, ich meine... Wow, hättest du uns nicht weggezogen? Tot. Los, verschwinden wir hier. Also ich hätte sie jetzt schon sterben lassen können. Aber ich glaube, da kriegen wir noch ein bisschen Action zu sehen. Daher noch nicht. Aber nicht mehr lang. Ui, Psychodoc. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Ich hoffe, du konntest dich von dunklen Orten fernhalten seit unserem letzten Gespräch. Nope, ich hocke gerade in einem dunklen Ort. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. So. Jetzt komm schon, mich macht keins von beiden nervös. Wobei, in Horrorfilmen sind Frauen irgendwie stressiger. Und... Ja, okay. Gedränge finde ich unangenehm. Und nächste Seite... Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich ein klein wenig, ein bisschen Höhenangst. Auch wenn ich für mein Leben gern klettere. Oder es früher zumindest mal gemacht habe. So, Schlangen oder Ratten? Ah, Ratten müssen jetzt nicht unbedingt sein. Und die nächste Seite... Ja. Knarre ist natürlich beängstigender als ein Messer. Dann machen wir hier einen auf Kakerlake, weil ekelhaft, Ratten aber auch. Okay, der Part wird schon wieder extrem lang, Leute. Joker oder Scarecrow? Also der Clown ist tatsächlich unheimlich. Mal, wie viele Seiten sind das denn noch? Ich hasse Krähen. Drecksviecher. Oh. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Ich sag doch, der Kerl, der ist unheimlich. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Alter Schwede. So ein Psycho. Kakerlaken, Spinnen. Ah, Spinnen. Ekelhaft. Krähen.
Hinterhältige Mistviecher nämlich. Und weiter geht's. Zombies finde ich toll. Wetten wir, dass wir jetzt irgendein Monster in einem Clownskostüm kriegen. Und weiter. Krähen. Also ich habe echt ein Problem mit Krähen, seht ihr. Das ist sehr interessant. Danke. Bitte. Dafür, dass du so gründlich warst. Spinnen, Clowns und Krähen. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Was für ein sadistischer Arsch. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. So ein verrückter Bastard, ich sag's euch. Das ist der Mörder. Na gut, wahrscheinlich nicht, aber er könnte ein Mörder sein. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein, shit! Ah! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. So. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Nachdenklich, liebevoll, kompliziert. Und ich finde, ein jeder Charakter schaut aus, als hätte ein Glasauge. Aber spielt keine Rolle, meine Freunde. Ich hatte zwar gesagt, die Parts werden kürzer und jetzt haben wir ihn genau 3 Minuten kürzer. Yay, was für ein Unterschied. Aber das reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet das Video, unterstützt das Projekt, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.